Größerer Schwanz. Drei Maßnahmen der Verlängerung bzw. Vergrößerung. Hallo erstmal, ich bin's Martin. Und wenn du neu auf diesem Männerkanal bist, dann lade ich dich dazu ein, ihn zu abonnieren. Es geht jeden Tag, kommt ein Video von uns, wo es rund um das Thema Sex, Flirten, Beziehung, Partnerschaft und Persönlichkeitsentwicklung für den Mann geht. Und hier geht's um das nächste Video von Clemens. Also beziehungsweise Clemens hat uns eine Frage gestellt, wo es rund um das Thema größerer Schwanz geht. Ja, und ich habe dazu schon Videos gemacht und das ist gerade das nächste dazu. Und zwar wurde er ganz konkret wissen, Martin, was kann ich denn machen, um meinen Schwanz zu vergrößern? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Und im Prinzip gibt es drei Maßnahmen oder Maßnahmengruppen, die es dazu gibt. Das ist Nummer eins. Ich fange erstmal von ganz außen an, von ja, wo jemand von außen kommen muss. Es gibt die operative Maßnahme. Operativ heißt, da kommt Onkel Doktor, schneidet unten was auf, zieht die Schwellkörper ein Stück weit aus deinem Körper heraus, näht das Ganze wieder zusammen, verpflanzt nochmal ein bisschen Fettgewebe in den Schwanz rein, wird reingespritzt, damit er auch ein bisschen dicker wird. Dein Schwanz ist aufgebaut in drei Schwellkörpern, die aus deinem Körper rausstülpen, aber so sagen wir mal, das ist die Bauchdecke, die stülpen halt raus, irgendwann bei Erregung, sonst hängt er so und zack, ja, dann richtet er sich auf. Aber ein Großteil des Schwellkörpers ist immer noch in deinem Körper drin, der muss irgendwo verankert sein. Wenn der ja sozusagen da aufhören würde, dann würde er einfach runterfallen. Da hängst du zwar eine Latte, aber die hängt dann einfach senkrecht runter. Ja, die muss ja ähnlich wie alles, wenn du einen Nagel in die Wand haust, brauchst, musst du ja auch irgendwo, oder du willst zwei Sachen verbinden, dann musst du ja irgendwo, das muss ja irgendwo hängen. Ganz einfache Geschichte. Ja, und dementsprechend, das hängt ein Stück in deinem, ein ordentliches Stück in deinem Körper drin. Jeder Mann hat ein 30 cm Rohr, wenn man nämlich das mit reinberechnet, was in seinem Körper ist. Da auch im Übrigen für Leute, die dicker sind, in dem Augenblick, wo ihr abnehmt, die Fettschürze unten, der Fettwanst, wie mal ein Chirurge im Krankenhaus gesagt hat, wenn das weniger wird, kommt auch mehr von dem Ständer zum Vorschein. Einfach weil sozusagen, ja, wenn das nochmal das Bild ist und durch den Fettwanst, also sage ich jetzt mal ganz salopp, durch die Fettschürze, liegt halt das Fett hier und nicht mehr hier und er nimmt jetzt ab, Fettschmilz, ist mehr draußen. Zack, schon ist der Schwanz größer geworden. Also wenn du ein bisschen Kilogramm zu viel hast, einfach ein bisschen abnehmen. Dadurch kannst du schon ein bisschen was dazugewinnen. Ein paar, vielleicht 1-2 Zentimeter. Kommt darauf an, wie viel Fett du dort unten hast. Aber zurück zur operativen Maßnahme. Wie gesagt, also es gibt halt den drei Schwellkörper, die gleichzeitig fixiert werden von Haltebändern. Und was beim chirurgischen Eingriff gemacht wird, es wird halt alles aufgeschnitten, dass tatsächlich die Schwellkörper ein bisschen rausgezogen werden können. Dann wird das Ganze wieder zusammengenäht, auch mit den Haltebändern vernäht. Und dann braucht es natürlich noch eine Weile, bevor das wieder zusammenwachsen kann. Und dann hast du danach einen längeren Schwanz. Das wird, glaube ich, auch, das wird ein paar tausend Mal in Deutschland gemacht. Deutschland ist das Nummer 1 Land der Welt, was operative Penisvergrößerung angeht. Vor allem aus kosmetischen Gründen. Hat vielleicht auch damit was zu tun, dass Deutschland das Nummer 1 Land im Pornokonsum ist. Interessanter Zusammenhang. Ja, und gleichzeitig wird eben ein bisschen Fettgewebe auch noch in den Schwanz reingespritzt, damit er an Volumen dazu gehört. Was nutzt hier ein 20 cm Rohr, das 1 cm dünn ist, wie ein Bleistift? Ja, tut meistens den Frauen eher weh und macht keinen Spaß. Deswegen, damit das Ganze auch optisch angepasst ist, wird da Fett dazu reingespritzt. Das klingt jetzt vielleicht wunderbar, kostet, glaube ich, 10.000 Euro, habe ich zuletzt mal gelesen. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahl stimmt. Also ist schon eine Ansage, muss man noch privat sein. Vorher muss man unbedingt zu einem psychologischen Gutachten gehen, weil, muss ja abgeklärt, also auch von psychologischer Seite, warum willst du das überhaupt machen? Es gibt nämlich nicht viele Kerle, die einfach in diesen Porno-Penis-Wahn verfallen sind. Und vielleicht, Clemens, bist du auch einer davon, der glaubt, oh, großer Schwanz, das ist es. Damit werde ich es den Frauen besorgen. Und dann bestätigen sie mich, wie toll ich doch bin. Und der Psychologe ist eben dazu da, um so, hey Kollege, was geht denn da eigentlich bei dir gerade ab? Glaubst du, dass dein größerer Schwanz dich besser macht? Glaubst du, dass du vielleicht den mangelnden Selbstwert dadurch kompensierst? Nein. Im Gegenteil. Ja, das Pferd wird von hinten aufgezäumt. Aber es gibt eben auch manchmal Fälle, wo das tatsächlich sehr gerechtfertigt ist. Vielleicht, wo Menschen einen Mikropenis haben, also 2,5 cm oder kleiner. Für die lohnt sich natürlich ein solcher operativer Eingriff. Trotzdem ist jede Operation mit Risiken verbunden. Nebst Vollnarkose kann eben gerade bei dem Aufschneiden es zu Nervenschädigungen kommen, es kann zu Schwellkörperschädigungen kommen. Es kann dazu führen, dass der Schwanz auch beim Sex an Standhaftigkeit verliert. Okay? Also, das ist die eine Nummer. Relativ viel Geld. Dann gibt es tatsächlich manuelle Maßnahmen. Das nur genannte Jelking ist da zum Beispiel ein Begriff oder Ballooning, da findest du das auch im Internet dazu. Da kannst du selber Hand anlegen, kannst du selber durch viel Training eine Verlängerung deines Penis herbeiführen. Das Gewebe da unten ist genauso dehnbar wie jedes andere Gewebe auch, wenn
entsprechend häufig ein Reiz darauf erfolgt. Jalking, soweit ich weiß, kommt es aus dem arabischen Raum, also aus dem Orient. Aber es gab auch schon lange, also die Griechen, alle Kulturen haben sich schon irgendwie damit beschäftigt, das Ding da unten mal ein bisschen größer werden zu lassen, wenn sie das denn wollen. War aber meistens so eine Minderheit der Menschen, die das gemacht haben. Ja? Jalking, ich erkläre das einfach mal kurz, aber am besten du googelst da mal nach. Jalking ist so viel wie Melken. Was du machst, du nimmst dein Glied, es sollte ungefähr zu 70% erregt sein, also so eine gute halbe Latte. Ja? Dann packst du es unten an der Wurzel des Übels, packst du es mit Ring und Zeige, also dieser OK-Griff, packst du das, greifst doch gut zu und dann streichst du das langsam nach oben aus. Wichtig, benutzt dabei irgendein Gleitgel. Ja? Gleitgel benutzen. Und dann streichst du das nach oben aus. Und bevor du oben angekommen bist, greifst du schon mit der anderen Hand wieder unten hin, lässt los und drückst es wieder nach oben. Was so nicht passiert ist, dann ist in der Heimerektion das Blut immer nach oben gestrichen wird. Es presst sich sozusagen oben in die Schwellkörper rein. Und durch diese Schwellung führt es dazu, dass es kleine Mikroläsionen, also kleine Verletzungen in dem Gewebe gibt. Und das, wie gesagt, das ist jetzt erstmal nicht weiter schädlich, diese kleinen Verletzungen. Und dadurch passiert auch noch keine Größenzuwachs, sondern was danach passiert, das machst du als Anfänger ungefähr 10 Minuten am Tag, alle 2 Tage. Was danach passiert, in der Heilungsphase, vernarbt so ein bisschen diese kleinen, also das heilt wieder und es kommt zu Größenzuwachs. Es dehnt sich weiter aus, es kommt mehr Volumen da rein. Ähnlich wie beim Muskel, ja. Der Muskel wächst nicht beim Training, der Muskel wächst in der Ruhephase. Und so passiert das beim Schwanz, eben auch beim Jerking. Ja? Ballooning ist ein ähnliches Prinzip. Also du hast eigentlich immer, du baust irgendwie Druck in deinem Schwanz auf, also dass möglichst viel Blut da reinkommt und sich so die Gefäße erweitern. Kleine Risse entstehen, die im Nachhinein wieder heilen und dadurch dicker werden, größer werden. Ja, ähnlich wie beim Muskelzuwachs passiert das da unten eben auch. Und da gibt es eben das Jalking oder das Ballooning. Am Anfang, wichtig, nicht übertreiben, kann auch nach hinten losgehen. 10 Minuten am Tag, jeden zweiten Tag mindestens machen. Also jeden zweiten Tag oder jeden Tag musst du einfach für dich herausprobieren, wie sich das vor allem anfühlt. Und es kann, wichtig immer, wie gesagt, Gleitgel benutzen, das ist ganz wichtig. Und bevor du tatsächlich Wachstum siehst, dauert das Ganze schon 2 Monate. Beim einen ein bisschen länger, beim einen ein bisschen früher, beim anderen ein bisschen später. Und es ist aber durch gutes Training, regelmäßig Training, das kannst du später dann auch tatsächlich 30 bis 60 Minuten täglich machen, beziehungsweise nicht täglich, jeden zweiten Tag, kann es dazu kommen, dass der Schwanz 3 bis 4 Zentimeter länger wird und er auch tatsächlich 1 bis 3 Zentimeter an Umfang dazu gewinnt. Da ist also auch einiges möglich. Aber viel Training. Viel, viel Training. Wir reden hier tatsächlich von einem Zeitraum von einem Jahr, wo du konsistent Fortschritte siehst. Wenn du zu früh damit aufhörst, führt es dazu, dass es sich wieder zurückbildet. Okay, also du musst es tatsächlich eine ganze Weile lang trainieren und beibehalten. Und die dritte Maßnahme, das ist dann für die etwas Fauleren, basiert immer noch auf dem gleichen Prinzip. Du holst dir Geräte von außen, die das machen. Das Jerking ist ja etwas, machst du selbst. Operation, klar, da kommt ja auch der Doktor und schneidet das auf. Und die dritte Maßnahme, dann nimmst du Hilfsmittel, die aber auf demselben Prinzip basieren. Da gibt es auf der einen Seite Penisexpander, da gibt es eine ganze Reihe davon mit unterschiedlichen Funktionen und Vakuumglocke und irgendwelche Silikonabdichtungen und damit sich das auch nicht so doll anfühlt. Und die Spanze quasi um deinen Gürtel, also wie ein Gürtel, hast du um deine Schüfte geschneit und da dran ist eine Apparatur, da klemmst du deinen Schwanz ein, also die Eichel und Schwanz, ziehst ihn auseinander und dann bleibt er so. Und damit läufst du einen halben Tag lang umher. Ja, das Gute ist, du brauchst ja nicht viel machen, kannst das Ding einfach einspannen und dann rennst du den ganzen Tag mit hin und her. Und es passiert quasi das Gleiche, das Gewebe wird gedehnt. Ja, über die Zeit. Das ist eine sehr passive Geschichte, dehnt sich. Ja, hat auf jeden Fall funktioniert genauso, gleichermaßen, dass sich das Gewebe eben verlängert. Teilweise kommt halt auch so ein bisschen, durch diese Dehnung wird ein bisschen quasi von den Schwellkörpern auch in dem Körper nach außen gezogen. Aber wie gesagt, sehr, 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 sehr langsam. Und auch da kannst du innerhalb der ersten paar Monate mit einem Längenzuwachs von irgendwas zwischen 1 bis 3 Zentimetern vielleicht rechnen. Also eher 1 Zentimeter und dann in den nächsten Monaten mehr und mehr und mehr. Entscheidend ist bei den Penis-Expandern, dass du vor allem einen Längenzuwachs bekommst. Also das ist eher etwas für welche, die einen kurzen Schwanz haben. Wenn du jetzt jedoch einen Durchmesserzuwachs bekommen willst, dann musst du wahrscheinlich eher zur Vakuumpumpe greifen. Im Übrigen habe ich vergessen zu erwähnen, dass Jalking und das Ballooning, diese beiden Maßnahmen, also diese manuellen Maßnahmen, die dienen dazu, dass sowohl Länge als auch Umfang dazu kommt. Nur so am Rande.
Vakuumpumpen bzw. Wasserunterdruckpumpen. Hast du bestimmt schon mal gesehen, schon mal gehört, das ist ein Ding, setzt du auf und dann mit einer kleinen Pumpe ja, saugst Luft raus und dein Schwanz wird durch den Unterdruck rangezogen. Okay? Und dadurch findet eben ein Längenzuwachs statt, aber eben auch Volumenzuwachs statt. Und das musst du halt auch jeden Tag machen und den dann auch ein paar Minuten drinnen belassen und dann wieder rausnehmen. Da gibt's super, also bevor du damit anfängst, bitte informiere dich, bitte informiere dich, bitte informiere dich. Weil du kannst dadurch auch fiese Verletzungen herbeiführen. Mit den Unterdruckmaßnahmen. Angefangen von einfach, dass du dann einen Riss, also dass du tatsächlich Geweberiss hervorrufst. Also dass da irgendwo Blut hineinfließt. Über Taubheitsgefühl, über tatsächlich auch Potenzstörungen, die damit einhergehen können. Also bitte sanft anfangen. Bitte sich darüber informieren. Wichtig ist, dass du auf dieser Vakuumpumpe auch eine Angabe hast, wie viel Druck du da drauf hast. Und wenn du das dann ansaugst, dann halte das für eine gewisse Zeit lang auf diesem Druck, aber eben überstrapazier es nicht. Du hast dann erstmal am Anfang einen Größenzuwachs, ganz klar, aber der geht wieder zurück. Da ist einfach sehr viel Flüssigkeit ins Gewebe hineingedrungen und das wird wieder zurückresorbiert. Aber das, was eben langsam passiert, ist dieses, dass sich das Gewebe langsam aufdehnt. Und deswegen ist es wichtig, gerade bei der Größenverlängerung, also wenn du die Größe verlängern willst, dass du weniger auf viel Druck gehst, sondern eher einfach einen konsistenten, halbwegs starken Druck hast, der zur Dehnung führt. Ja? Wesentlich eleganter ist da schon das System, was mit einem Wasserunterdruck basiert. Da hast du quasi dasselbe System, nur dass du da Wasser drin hast. Das sorgt dafür, dass sich der Druck sich gleichmäßiger verteilt und durch das angewärmte Wasser ist es auch weniger schädlich für die Gefäße. Was ich nämlich sowohl beim Jerking als auch hier vergessen habe, wichtig ist, bevor du damit loslegst, du musst deinen Pimmel warm machen. Das heißt, du musst ihn entweder ein bisschen warm reiben oder ein warmes Tuch drauflegen oder sonst was, dass die Schwellkörper sich erstmal entspannen und auseinandergehen. Das ist ähnlich wie beim Sport. Du machst auch erstmal ein bisschen Warming up, weil es ansonsten zu Verletzungsrisiken führen kann. So viel also zum Thema größerer Schwanz. Also du siehst, es gibt schon, man hat sich schon seit Jahrtausenden damit beschäftigt, irgendwas zu machen. In anderen Kulturen hängt man da sogar Gewichte an die Klöten ran, damit die ein bisschen länger gezogen werden. Und so weiter und so fort. Also es ist zum Teil ein faszinierendes Thema, aber worauf ich dich immer wieder hinweise, gerade dich, Clemens, oder der sich das gerade anschaut. Wenn du nicht den Shortcut nimmst im Sinne von, ich lasse mich operieren, ist es ein wahnsinnig hohes Zeitinvestment. Also entweder ein hohes Geldinvestment oder ein hohes Zeitinvestment. Und den Erfolg, den sich die meisten Männer daraus versprechen, nämlich ein geilerer Ficker zu sein, weil sie eine dickere Rübe in der Hose haben, der bleibt ganz oft aus. Weil geiler Sex, da kann ein großer Schwanz ein Bestandteil davon sein, aber er ist nicht so groß, wie uns die Pornos weiß machen wollen. Weil glaube nicht der Pornolüge, die dir sagt, so muss der Schwanz beschaffen sein, dann ist es erst richtig geil. Das ist leider, leider, leider zum großen Teil Bullshit. Ein großer Schwanz kann sich intensiver anfühlen, aber wirkliche Lust und Ekstase passiert hier oben im Gehirn und da spielen tausende andere Faktoren hinein. Daher könnte es ein besserer Weg sein, Clemens, einfach das lieb und wertzuschätzen, was dir Gott gegeben hat. Ja? Weil glaub mir, es reicht für alles aus, was du gerne haben möchtest, was du gerne, ja, du wirst damit so unvergleichbar viele Frauen so unglaublich glücklich machen, wenn der Rest stimmt und dein eigenes sexuelles Fahrzeug du gut kennst. Und daher investiere meiner Meinung nach, wenn du einen Ratschlag hören willst, lieber die Zeit in deiner Persönlichkeitsentwicklung, dass du selber ein geiler, glücklicherer Mann wirst, der dir Selbstwert aus sich herausholt, der nicht erst einen großen Pimmel in der Hose braucht, der sein eigenes sexuelles Fahrzeug kennt oder den Mut hat, Frauen auf Augenhöhe zu begegnen und zusammen in Lust zu explodieren. Ohne Konzepte, frei von all dem, sondern richtig Spaß haben. Das ist in meinen Augen ein viel wertvolleres Investment. Natürlich kannst du trotzdem auch als Selbsterfahrungszwecken das ausprobieren, was ich dir eben genannt habe. Ja? Wie dem auch sei, ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen. Wenn ja, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. Denn wie gesagt, das war nicht das letzte Video zu diesem Thema. Und es folgen noch viele andere Videos. Wir haben jeden Tag ein neues Video auf diesem Kanal rund ums Thema Sex, Beziehung, Partnerschaft, Persönlichkeitsentwicklung. Alles, was das Männerherz begehrt. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.